Willkommen bei Pia und dem Aufs Maulkrieg-Simulator. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's großartig. Wir haben direkt erstmal alle in unserem Umfeld hassen uns, weil ich eine Frau bin. Das fängt ja wieder großartig an. Keine Inzucht, bitte, das ist langweilig, das macht jeder. Du warst noch nie in meinem Stream, oder? Ich habe durch dieses Spiel den Spitznamen Brotmutter bekommen. Ich habe Inzest in diesem Spiel betrieben. Da haben andere Leute das Spiel gerade entdeckt und sich gedacht, boah, das ist ja schlimm, wenn mein Cousin und meine Cousine Kinder kriegen. Da waren meine Stammbäume schon Kreise. Maurice hat sein Pferd in Rustalot verhungern lassen. Und der will Bürgermeister sein? Nachdem sie jetzt zwei meiner Töchter geschwängert haben und die erste offensichtlich daran verstorben ist, wäre es möglich, potenziell nicht noch eine dritte zu schwängern? Moment, wo ist... Herbert, wo ist denn der Katalog? Ja, na, was ist denn mit den Vorschlägen? Ist da noch, steht da noch jemand drauf von der Herzogin da aus dem Byzantinischen Reich? Ja? Achso. Na, du Oberstreich. Brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Ist okay. Ja? Na, ist kein Problem. Das ist super. Dann würde ich meine Tochter und meine Enkelin, / eure Schwiegerenkeltochter, das Mädel halt, auf die Reise schicken. Leute, ich muss mal ganz kurz, Maurice, es tut mir leid. Ich finde diesen Gender-Wahnsinn in meinem Chat gerade absolut frech. Wir hatten 70 Jahre lang eine Königin. Warum sollte ich jetzt anfangen, es König zu nennen? Es ist eindeutig Queen Charles III. Ist schlimm. Aber ich gebe zu, die Gelegenheit würde ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch nutzen. Desto öfter ich Kakapult höre, desto überzeugter bin ich von dem Begriff. Ich bin ja auch eine literarische Sprachschmiedin. Könnt euch vorstellen, wie gut mein Buch wird, wenn ich da genauso schreibe, wie ich hier rede. Es ist schon wieder das gleiche T-Shirt. Meine Güte, ich muss mir neue Kleidung besorgen. Das kann doch nicht wahr sein. Von dem kleinen Brunnen. Da war Safers im Fenster. Guckt es euch an. Warte, wir schauen es uns nochmal an. Ich habe halt schon wieder, ich habe dreimal das gleiche T-Shirt an. In dem Stream, als ich mir das anschaue, oder als ich mir das, wieso? Ich habe andere Kleidung. Warum trage ich dieses T-Shirt so oft? Aber es ist schon echt süß. Dann kann man sich vielleicht schon denken, ich bin sehr wohlhabend und habe sehr viele schöne Töchter und würde mich natürlich sehr freuen, wenn meine schönen Töchter vielleicht bei dem einen oder anderen von euch landen. Genau, und ansonsten... Das ist Konkurrenz. Die werden wir ausrotten, die Familie. Gute Möglichkeiten haben, was das finanziell Jetzt stell dir vor, du hast einfach eine Rosenzucht mit extrem schönen Rosen. Zum Beispiel schwarze Rosen gibt es ja. Und du düngst diese schwarze Rose nur mit der Asche von verstorbenen Pferden und verkaufst dann die Roses of Death an edgy Pferdeliebhaber im Internet für den vierfachen Preis. Das ist... Diese Dame macht mir Angst. Ja, wie gut ist die Musik? Da-da-dam, dam, da-da-dam, dam. Alles mit einer melodischen Untermusik, damit es dramatischer klingt und nicht wie die komische Conspiracy Theory, die ich von mir gebe, weil ich Wörter nicht verstehe, die ich nutze. Aber mit dieser melodischen Musik klingt es so, als hätte ich irgendwas entdeckt, was noch niemand vor mir verstanden hat. Sieh mich an mit meiner ernsten Musik. Aber die Lösung... Für unser Dekontaminationsding
sind lauter Dudes mit Flammenwerfern, die einfach einzeln Büsche abbrennen. Ein jahrzehntewährender und verheerender Konflikt. Ich will Kinder machen. Ich will Kinder machen. Großreiche will scheint Kinder machen. Nicht mehr verhindert werden Kinder zu können. Machen. Ist es ein Song, dann ist es von der Kunstfreiheit gedeckt. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Ein richtiges Arschlochbuch. Ich kann es nicht ganz Arschlochbuch. Deswegen könnt ihr mir nicht. Deswegen könnt ihr mir nicht. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Es ist ein Arschlochbuch. Ich komm nicht los. Mein Mund. Ich winkel so schnell. Ich bin die schnellste Pinklerin der Welt. Jeder kann was anderes und ich kann schnell pissen. Oh, dass Warhammer kinderfreundlich werden wollte, war wirklich schade, was die Lore angeht. Warhammer wollte kinderfreundlich werden? Was haben die denn getrunken, dass die gedacht haben, dass das geht? Sorry, das war sehr hart formuliert. Jeder hat da so sein Ding, ja, ja. Jeder hat so seinen eigenen Kink. Ich habe auf jeden Fall den Achselhaar-Kink. Du bist ja hier reingekommen, nicht in dem, okay, ich heiße Pia Merkel, vielleicht wird das jetzt ein Problem. Und dann hat er die Unverschämtheit gehabt, sich wählen zu lassen, nachdem du hierher gezogen bist. Was ein Arsch. Ja. Aber hat er nicht mal an dich gedacht? Nee, hat nicht an mich gedacht, das ist echt schon frech. Die Alternative wäre jetzt, selber einfach bekannter zu werden als der Bundeskanzler. Ja, ich meine, bist du ja ganz gut dabei. Dann ist für ihn scheiße. Weil dann fragen sie ihn, sind sie mit dieser komischen Influencerin verwandt? Aber ich glaube, bis der Plan aufgeht, vergeht ein bisschen Zeit. Herr Scholz, Ihre Tochter hat neulich im Stream Werbung für Burger King gemacht. Ist das schon Lobbyismus? Ich habe den jetzt zu früh gesammelt und deswegen zählt er nicht. Scheiße. Ich habe den 1%, bevor er ausgewachsen ist, gesammelt gerade. Das war dumm. Ja, passiert. Pia ist nicht immer die klügste Kartoffel im Korb. Sie hat wohl in ihrem Wahnsinn den ich weiß nicht, ob sogar den König selbst oder den Prinzen mit einem Stein schlagen wollen und meinem Diener befohlen, auf die Königsgarde einzudreschen. Irgendwie sowas ist geschehen. Und ich war derweil nicht da. Und dann habe ich doch wohl keine andere Wahl, als zu sagen, ja, Majestät, natürlich ist diese Person nun nicht mehr Teil meines Hauses. Also das geht doch gar nicht anders. Also der Fehler liegt halt grundsätzlich bei dir. Weil warum durfte deine Frau überhaupt die Küche verlassen? Oh mein Gott! Wir haben einen Command in meinem Stream, das Webern erklärt. Was? Fehlschlag bei einem kurz- oder langfristigen, großartigen Ziel, dessen Erfüllung nur noch eine marginale Handlung erfordert, aber durch schlichtes Nichtstun hervorgerufen wird. Unvorteilhafte Ergebnisse aufgrund einer für das Vorhaben unangebrachten Arroganz. Und das ist tatsächlich Definition von Prometheus, meinem Moderator. Großartig. Warum ist das bei uns ein Command, sogar mit Zitatrecht? Kann mir jemand helfen? Die Stimme von dem jungen Herrn kommt mir sehr bekannt vor. Wer spricht dort? Sehr höflich gefragt auch. Rein zufällig heißt dieser gute Mensch aber Eat Your Anus. Worauf dann die sehr schlichte Antwort kam. Maurice Weber, Eat Your Anus. Ja nun, ich weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll, aber ja, hi, ich bin der Maurice von der GameStar, kennt ihr mich vielleicht? Und weil aber bei mir ich eat kein Anus. Pia heiratet, um quasi Steuern zu sparen. Ja, ja, mach ich. Macht man das nicht so? Macht man das nicht so? Wie macht man das denn sonst? Der romantischste Antrag von allen. Willst du mit mir Steuern sparen? Nee, also in dem Fall wäre der Antrag ja eher, machst du meinen Krieg? Guten
nachgemacht. Ja, danke schön. Ich werde mein zweites Standbein als Hundesynchronsprecherin aufbauen. Stellt euch mal vor, jedes menschliche Glied hätte ein eigenes Gehirn. Was wäre das für ein Chaos, wenn meine Arme machen, was sie für richtig halten? Ich kämpfe gerade gegen das innere Bedürfnis, einen Glied-Gehirn-Witz zu machen und drücke deswegen einfach wieder auf Start. Dies wird ein gutes Video, denn ich habe zwei wunderbare Gäste, nämlich zum einen Gnu. Und Pia. Ich bin vegetarisch, aber nicht was die Horizonte und Perspektiven von Menschen angeht. Shoyoka. Was? Was ist das für ein... Was ist das? Was? Was ist das? Ich habe meine Augenbrauen wegrasiert. Mit dir diskutiere ich darüber nicht. Du hast mir auch schon gesagt, dass du teilweise zum quasi einfach mehrere Zeilen überspringst, weil du gerne endlich dahin kommst. Du brauchst betreutes Lesen, Maurice. Ja, der Albtraum einer jeden Autorin. Ne? Du brauchst betreutes Lesen, wo verhindert wird, dass du Zeilen skippst. Ich liege jetzt, wie viele Flaschen ich hier in diesem Zimmer horte. Und ich möchte bitte nicht, dass ihr lacht. Hallo Pia. Du denkst, das war's mit deinem Best-of? Warte, wir haben noch was für deinen Geburtstag vorbereitet. Viel Spaß. Alles Gute. Jo Pia, was geht? Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Bleib die coole Brutmutter, die du bist. Es ist ein absolutes Privileg, mit dir arbeiten zu dürfen. Und jede Woche, jeder Monat ist ein absolutes Highlight. Und deswegen... Bleib so, wie du bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute auch weiterhin. Und wir sehen uns. Ciao. Happy Birthday to you. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, liebe Pia. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, lässt dich ordentlich feiern und isst was ganz Leckeres. Happy Birthday. Hallo Pia. Alles Gute zum Geburtstag. Na, ist ein schöner Tag, hoffe ich doch, mit viel Ehrungen, mit viel Gefeier. Na, man kann nicht immer den ersten Platz machen. Wir haben es beide ja am Leib erfahren müssen. Deswegen hoffe ich, dass du auch, wenn die Welt mal nicht so schön ist, du trotzdem positive Dinge sehen kannst. Na, ich weiß, der Weltschmerz auf Twitter, er ist präsent. Na, und das wäre eigentlich der einzige Wunsch, den ich habe an dich. Dass du das bekommst, neben Gesundheit und all den lebenswichtigen Dingen, ist auch ein bisschen Zeit für sich. Zeit! Was ist das? Liebe Mitbewohnerin, ich wünsche dir alles, alles Liebe und nur das Beste zum Geburtstag. Dem kann ich mich nur anschließen. Alles Gute zum Geburtstag. Wir hoffen, du hattest einen fantastischen Tag. Liebe Pia, wer hätte gedacht, als wir uns damals kennenlernten, indem du einen Sohn nach mir benanntest und ihn dann aus dem Fenster warfst, dass in jener Stunde das beste Strategiespielduo auf Twitch geboren sein würde. Ich jedenfalls nicht, aber ich freue mich jeden neuen Stream mit dir darüber. Ich wünsche dir einen großartigen Geburtstag und ganz viele weitere geniale Streams. Hallo liebe Pia, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und dass du heute einen ganz tollen Tag hast. Bitte bleib wie du bist, denn du bist eine sehr bewundernswerte und starke Persönlichkeit und ich hoffe, dass alles, was du dir vornimmst für dein neues Lebensjahr, in Erfüllung geht. Hallo Pia, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß noch, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Jetzt nicht vergessen, es war damals in Rust. Du bist widerrechtlich zusammen mit Kalle in mein Haus eingedrungen und ich musste dich leider festsetzen und ich glaube, darüber warst du ein bisschen sauer und wir kannten uns ja auch gar nicht. Aber jetzt kennen wir uns und ich hoffe, jetzt bist du nicht mehr sauer. Ich habe nämlich festgestellt, du bist eine ziemlich coole Socke, hast eine sehr klare Meinung zu vielen Dingen und obwohl du nach eigenen Angaben keine Ironie verstehst, bist du auch noch ziemlich lustig. Und ich freue mich sehr, dass, wenn du das nächste Mal in mein Haus kommst, ich dich nicht mehr festsetzen muss, sondern ich dich unter Freunden auf einen Kaffee einladen kann. Bis dahin, hab einen wunderbaren Tag und einen schönen Geburtstag. Hi Pia, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Fühle dich ganz toll gedrückt und ich hoffe, du feierst brav. Ich freue mich echt schon, wenn wir uns mal wieder sehen und ganz viele coole neue Fotos zusammen machen. Und ja, bleib gesund und hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao!
Hallo Paya, ich bin gerade erst durch den Türstock, noch ein bisschen außer Atem, weil die stiegen hier im fünften Stock. Naja, auf jeden Fall heute zu deinem Wiegefeste wollte ich dir noch Folgendes ausrichten. Zum Geburtstag will ich dir gratulieren und nicht zu viel Worte verlieren. Ich bin heute gern dein Gast und hoff, dass du viel Masen hast. Die Marie soll's immer haben und Gesundheit A. Olas Guade. Tschüss. Hallo, liebe Pia. Ich habe dieses Geburtstagsvideo, diesen kleinen Geburtstagsgruß hier, definitiv nicht schon gerade mal aufgenommen. Aus Versehen in der Slow-Mo-Einstellung meines Handys und dann war das ganze Ding Slow-Mo und ja, machen wir nochmal. Hallo, Pia. Hier sind Baso und Ferox. Und Baso und Luna, die kleine Maus. Und wir wünschen dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Wir hoffen, dass du einen sehr, sehr schönen Tag hast, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Ganz, ganz viel Gesundheit und ja, einfach alles Gute. Happy Birthday. Happy Birthday, Pia. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Ehrentag. Lass dich wirklich gebührend feiern. Wenn sie hier wäre, würde sie dir auch gratulieren. Aber die liebe Lotte ist gerade unterwegs Schuhe kaufen. Ich denke, die Prioritäten sind hier klar gesetzt. Trotzdem freue ich mich mega bald, wenn wir uns wiedersehen, dass ich dir auf jeden Fall in Magic ordentlich die Schranken weisen kann. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute für das kommende Lebensjahr. Ich hoffe, dass es mindestens genauso erfolgreich wird wie dein letztes oder ja, mein voriges, kann man schon sagen. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf den Buchrelease. In dem Sinne, alles Gute und bis bald. Hallo liebe Pia, auch von mir alles, alles Liebe zum Geburtstag. Auf weitere coole Projekte und ganz viel Bubble Tea. Liebe Shoyoka, alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Wäre ich in deiner Nähe, dann würde ich dir jetzt Waffeln backen. Da ich aber nicht da bin, muss ich dir sagen, bleib einfach so wie du bist. Damit machst du alles richtig. Und es gibt noch einen akustischen Gruß. Achtung! Happy Birthday. Hey Pia, ich möchte mich kurz halten, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wir haben zwar lange nicht miteinander geredet oder geschrieben oder gezockt, trotzdem hoffe ich einfach, dass bei dir alles in Ordnung ist und ich hoffe, dass wir mal wieder irgendwas zusammen machen sollten. Also, lass dir gut gehen, hab einen schönen Tag und bis später. Pia, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Bleib so eine tolle Persönlichkeit und ich hab dich lieb. Mua. Herzlichen Glückwunsch, Pia, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Oder wie ich damals dachte, Shujoka. Ja, Shujoka. Weiß nicht, was mich da geritten hat, aber hey, alles Liebe und Gute. Ich freue mich auf viele weitere Strategierunden und ich mag deine Persönlichkeit. Ich mag, dass du nicht auf den Mund gefallen bist und auch mal sagst, was du denkst. Und wir sehen uns bestimmt in einem der weiteren Matches und da freue ich mich schon drauf. Genieß deinen Geburtstag. Hey Pia, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir heute und natürlich auch in deinem kommenden Lebensjahr nur viel Glück, Liebe, Gesundheit und Erfolg. Und du bist eine super coole Frau. Bleib so, wie du bist. Bleib glücklich. Und wir sehen uns bald zum Magic spielen. Hey, Shoyoka, auch von mir alles Gute zum Geburtstag und von Pöttl auch. Pöttl! Mensch, sag doch mal Hallo! Ich hasse es ja, wenn Leute ihre Tiere immer vor die Kamera holen. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche nur das Beste. Viel Spaß mit deinem Leben. Hallo Pia, alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag und ich hoffe, dir gefällt das Video und wir konnten dich alle ein wenig überraschen. Ja, ich freue mich ganz, ganz doll auf weitere coole Projekte. Bleib so, wie du bist und dass wir ganz viel zusammen machen. Tschüssi. Pia, alles Gute zum Geburtstag auch von mir. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag. Es macht unfassbar viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und ich habe unfassbar viel Respekt vor deiner Arbeit. Was du machst, wie du es machst und besonders, wie du alles unter einen Hut bekommst. Bleib so, wie du bist und ich hoffe, dass du deinen Träumen und Zielen auch im nächsten Jahr wieder ein Stück näher kommst. Und ich freue mich auf die kommenden Projekte mit dir und dem Team. Hallo liebe Pia, du absolut wundervoller Mensch. Du hast heute Geburtstag und ich habe die große Ehre, dir alles Herzliche zum Geburtstag zu wünschen. Du bist für mich einer der absolut inspirierendsten Menschen in unserer Content-Creator-Bubble auf Twitch, aber für mich persönlich natürlich auch eine wundervolle Freundin und ich genieße jede Minute mit dir. Du bereicherst mein Leben ungemein, bleib weiterhin so stark, steh weiterhin für deine Werte. Wir brauchen Menschen, die so laut sind wie du und ich bin so unendlich dankbar, dass du in meinem Leben bist. Alles, alles Gute dir.
Pia, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Es ist ja schon jetzt ein paar Jährchen her, dass wir uns irgendwie mal hier in Aachen bei Anni kennengelernt haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil du bist eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die auch vor anstrengenden und wichtigen Themen nicht zurückschreckt. Deswegen mach immer weiter so und alles Gute zum Geburtstag. Hi there. Happy birthday, you fucking legend. I'm so very proud to call you my best friend, and I am constantly and continuously absolutely in awe of how amazing you are. I would make a joke right now, but I'm being dead ass serious when I say that you are one of the greatest people I've ever met in my entire life, and I'm very grateful to have you as a part of mine. I hope your day is beautiful and wonderful and incredible, just like you are. Mwah! Hallo. Hallo, Pia. Natürlich will ich dir noch ordentlich zu deinem Geburtstag hier in aller Öffentlichkeit gratulieren. ich wollte dir natürlich auch noch alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen und freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. War ja alles so nicht geplant. aber es ist auch ganz schön, dass wir dann trotzdem einen Weg gefunden haben, wie wir unser Leben kombinieren können. Das war auch sehr diplomatisch gerade ausgedrückt. Aber ich bin sehr stolz auf dich. Das möchte ich dir auf jeden Fall sagen. Ich weiß, dass das dir sehr wichtig ist, was du machst. Und ich glaube, du machst das alles sehr gut. Und bist für mich eine absolute Powerfrau. Ich weiß, es ist so ein Ausdruck, den hört man vielleicht als Frau nicht mehr so gerne. Aber für mich ist das wirklich so. Denn du powerst dich komplett durch das ganze Leben. Ja, du gibst immer Vollgas, bist immer am Start. Und das schätze ich sehr an dir. Du bist eine Kämpferin. Ja, das kriegt man öffentlich bei dir mit, das kriegt man auch privat bei dir mit. Du lässt nicht locker und kämpfst auch für die richtigen Sachen. Ja? Und das schätze ich unheimlich an dir. Ich habe dich sehr, sehr gern, das weißt du. Und ich hoffe, du machst genauso weiter mit dem, was du dir vorgenommen hast. Und deine Ziele sind natürlich auch ganz, ganz vorne mit dabei. Ich freue mich, dass du jetzt mit deinem Buch anfängst, dass jetzt da auch endlich losgeht und dass dann nach und nach deine ganzen Träume verwirklicht werden, auch mit dem Pferd. Ist toll. Ja, ich freue mich da wirklich für dich, dass du jetzt auch so wichtige Säulen für dich im Leben aufbauen kannst. Ich hatte das Gefühl, dass das ein großes Thema für dich ist. Ich überziehe gerade ein bisschen, ist mir aber egal. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, das habe ich aber gestern schon gesagt. Aber jetzt nochmal, du bist eine tolle Frau und ich bin gerne an deiner Seite. Tschüss!